Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns Tourette schmeißt Handschellenschlüssel weg. Das ist nicht so gut. Ich habe das Gefühl, 24 Stunden aneinander gekettet. Ich habe das Gefühl, es hätte der Jan nicht machen dürfen, aber er hat es getan. Und ja, und ich bin gespannt, was daraus geworden ist. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal, der da heißt Gewitter im Kopf. Boah, ich habe eine neue Idee. Werde jetzt draußen eine Frau suchen, werde einfach Handschellen mitnehmen. Ja, ich habe sowas, fragt bitte nicht wieso. Das ist ganz normal, dass man sowas hat, weil ja, falls man mal jemand draußen festnehmen will, das mache ich immer, und einfach so einen Schlüssel weghauen und dann sagen, ja, Pech gehabt, ne? Problem ist halt nur, die kann mich in der Zeit dann immer schlagen, treten, boxen, ne? Das ist natürlich so der Nachteil, ne? Hey. Und wir probieren heute mal ein ganz neues Videoformat aus, und zwar habe ich etwas aus meinem Nachtschrank vom Schlafzimmer mitgebracht. Mhm. Also wir werden uns aneinander ketten und dann versuchen, auf, den Alltag zu belösen. Genau. Ne? Wir haben einige Sachen, die wir noch erledigen müssen. Jan muss noch sich um die Wäsche kümmern, ich muss mich noch rasieren und noch umziehen. Sag, wenn es zu eng wird, okay? So? Ja, so ist okay. Ich kette mich auch an und ab jetzt sind wir vereint. Wir müssen jetzt im Team arbeiten. Was erledigen wir jetzt? Das sagst du mir jetzt erst? Ja, wir können immer anfangen, natürlich jetzt zusammen. Ja, das sagst du mir jetzt erst. Okay. Das müssen wir ein bisschen vorsichtiger machen. Ich hab's, breche ich mir das Handgelenk. Ja. Möchtest du? So? Ja, ist okay. Ich zeige es dir nochmal. Ich frage mich halt, wenn die das wirklich 24 Stunden gemacht haben, was ist denn, wenn einer von den beiden auf Toilette muss und Damen lernen muss oder. Boah, nee, das könnte ich nicht. Boah. Also so? Nee. Oder? Es hochheben ist schon mal ein guter Anfang, ja. Gib mir ein paar. Also die verfärbt sind, die schon was älter sind, die sammle ich in dem allen anderen Badezimmer. Damit putzt du dann die Wohnung. Wie lange brauchst du mal so, um die Wohnung zu putzen? Das sind so eine gute 3 Stunden. Hey, nie. Sorry, putzen. Dass ich an den ziehe. Ach, es ist alles okay. Das ist ja nur mein Handgelenk. Na! Ja! Angenommen, ich krieg jetzt einen epileptischen Anfall, dann zuckst du mit, ne? Ja. Ich hab dann erst mein Arm gebrochen. Dann, ups. Sorry. Kein Problem. Dann, Unrein! Oh nein, ups! So. Zieh! Boah, Mann, das tut so weh, ey. Siehst du? Der Hund, der nicht hier ist, der hat Angst. Problem ist bei Tim, er hat wirklich die Handschellen wirklich sehr eng gemacht, ne? Und wenn dann natürlich einer zieht, das merkt man. Das ist nicht gesund. Schillein. Ja, ich weiß, wenn du eine Katze wärst, dann hätte ich echt Mitleid. Der Hund sitzt so komplett in der Ecke, Alter. Oh. Finde ich süß, dass du manchmal auf den Hund von deinem Nachbarn aufpasst. Das kriegst du bestimmt zusammengelegt. Weißt du überhaupt, was das ist? Das ist ein Lappen, oder? Ein Lappen? Ja, genau. Hallo Quentin, wir bauen dich immer gerne ein. Das sieht ein bisschen so aus, als würden wir Händchen halten, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich mich ganz vorher normal oder nachher rasiere. Wie sehe ich eigentlich aus? Warum sagt mir das keiner? Hier, du teilst auf und ich halte sie fest. Ja, was ist denn? Wie akkurat du das da hinlegst. Geschafft. Also ich habe für meine Handtücher aus dem Schrank und vielleicht kennt ihr, es gibt so eine Technik, da rollt man die so übelst cool ein. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf und da habe ich einfach die Scheiße da in den Schrank reingeworfen. Ja, das ist Ordnung von meiner Seite. Ne? Die sind, also man sieht die ja nicht, ne? Also weiß auch keiner, dass sie unordentlich sind. Ne? Ich hasse Arsch. Nee, Zombies, nee, das ist mir zu brutal. Nee. Au! Lass mich! Vikas Arsch und noch schlimmer Tims Gesicht. Okay, komm, wir gehen jetzt rasieren, okay? Also ich. Boah, man kriegt da gar keine Luft. Das ist nur, weil du COPD hast, du Rauchlunger. Ich hab kein COPD. Wir gehen uns jetzt rasieren, also ich geh mich jetzt rasieren. Soll ich dich rasieren oder willst du dich selber rasieren? Au! Meine Finger eingeklemmt. Okay, ich versuche es. Guck mal, wie ich aussehe. Willst du zuerst einen elektrischen nehmen? Nö. Ich nehme immer das Rasierer eigentlich. Der kann sich nicht wehren, wenn ich ihm jetzt die Haare mache. Ich finde das so richtig cool,
Bei Tim sieht man, der hat halt so extrem blonde Haare, bei denen sieht man eigentlich den Bart gar nicht. Also man könnte die was er Bart nennt oder Haare nennt, das kann man eigentlich dran lassen. Nicht so schön. Auf, ich rasier schon meine Haare, ich kann mich wirklich nicht hören. Dann gebe ich dir Sakrotan. Sehe ich nicht schon schlimm genug aus? Du siehst nie schlimm genug aus. Das war eigentlich ein Kompliment. Das war eigentlich ein Kompliment. Blöd, dass ich nie schlimm aussehe. Ich sagte nie schlimm genug. Ja, ist doch ein Kompliment. Das ist eine Herausforderung. Das ist trotzdem, wollte ich gerade sagen. Das ist trotzdem ein Kompliment. Also bitte. Das Song ist interessant. Goku? Mach jetzt! Ja, du beschwerst mich nicht so, beruhig dich. Und Schuppen. Ach, als ob die paar Schrammen sich noch von der Acken unterscheiden. Boah, ja. Mach jetzt. Ist das dein Ernst? Ja, ich meine das komplett ernst. Ja, ich mach das jetzt. Oh oh. Aber ganz vorsichtig bitte. Ganz vorsichtig. Ja, nicht in meine Hand. So. Du hast doch gar nichts gemacht. Soll ich mal? Was ist das? Hand Sanitizer. Nein, bist du bekloppt? Das brennt ja wie Feuer. Das brennt nach Tequila. Jetzt riech mal kurz. Nein, was machst du mit dem Föhn? Ein Kuchen backen. Kann man mal jemand sagen, warum beim Föhn vorne, warum es so einen Aufsatz gibt? Ist das für längere Haare, dass man dann so nebenbei kennen kann? Hatte meine Ex auch. Die hat auch so einen Aufsatz gehabt, aber nie benutzt. Aber so, warum gibt's sowas? Ich kenne mich mit sowas nie aus. Ich kenne mich mit Föhn nie aus, tut mir leid. Die Föhn, nein, meine Haare sind eh schon im Arsch. Auf. Wenn das fest wird, dann sieht dein Gesicht für immer scheiße aus. Ganz normal. Willst du mich rasieren? Du bist doch gleich fertig. Ich fand das lustig. Boah, das musste ich damals in Altenheim machen und ich musste auch, ich nenne es jetzt mal, also untenrum auch rasieren, das war immer so eine Aufgabe, hat man halt nicht so gerne gemacht. So, ne? Also Gesicht geht ja noch so, aber dann so Intimrasur bei jemand anders machen, ist dann doch ein bisschen komisch. Das habe ich irgendwie nie gerne gemacht, das fand ich immer so, also ja, man musste halt sein, so vollkommen okay, aber war halt komisch. Ja, okay, mach das selber. Du machst die ganze Zeit so. Rasiert bist du jetzt hässlich zwar immer noch, aber immerhin. Jetzt ist eh egal. Ist eh alles verloren. Okay. Kann ich dein Gesicht jetzt noch waschen, falls du mir das möchtest? Also. Nee. So. Drauf lassen. Du Arschkeks. Bück dich. Nein! Meine Hand! Bück dich. Welche Hand tut mehr weh? Oh. Welche Hand jetzt tut mehr weh? Die rechte! Welche Seite? Die linke! Jetzt sieht es schlimmer aus als vorher. Das diabolische Lachen ist immer so geil. Pass auf, im Lockdown ist das wertvoller als Gold. Ich würde mir kurz eine andere Buchse anziehen. Dann mach das. Also du musst mitkommen. Ach so, okay. Ja, mach das. Möchtest du dich auch was anderes anziehen? Nee. Den Pulli kriegen wir noch gar nicht ausgezogen. Die Hose ist am einfachsten. Ja. Doch, leg dich jetzt hin. Au, 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 au. Ich fixiere sie. Ah! 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 Alter, kannst du bitte auf? Ich stehe wieder auf. Ich war da schon mit deiner Mutter drin. Stimmt sogar. Ich war dabei. Lass mich erstmal so im Raum stehen. Okay, ich war dabei. Mach es richtig oder ich füge dir noch mehr Schmerzen zu. Jan ist gerade konzentriert. Ich versuche ihn so auszuziehen. Und jetzt? Ich hab ne Idee. Hol die Schere. Wenn du das da jetzt so machst und wir das zu dem Arm schleusen. Mit dem, der Ärmel hier durch, mit meinem Oberkörper durch. Es gibt für diese Lösung kein Problem. Egal, ich zieh jetzt einfach mal in der Folie an. Diese Lösung gibt's kein Problem. Sollen wir den so da hängen lassen einfach? Ja, das ist schon okay.
Bitte mach nichts Schlimmes, bitte. Hä, bin ich jetzt gerade doof? Ich frage mich gerade, wie der Tim, wie will denn der sein Ärmel anziehen? Bin ich gerade doof? Das schafft er, wie will denn er das machen? Digga, okay. Also die eine das Seite jetzt. Hä? Das kann man doch gar nicht machen. Das ist dasselbe Problem, ne? Das ist das gleiche. Das heißt, wenn, kommen wir da beide mit dem Arm raus. Ne, brichst du den Arm? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht auch nicht. Muss ich das jetzt einfach so anlassen? Du könntest den Tanktop anziehen. Die sind ganz da oben drin, ja. Okay, ich probier mal. Du ein größeres oder das anziehen? Aber ich probier mal das, ob mir das passt. Die Lederhose wird vielleicht gehen. Die Lederhose? Jetzt im Ernst? Die wird gehen, da kann man den Träger an der Seite öffnen. Zieh du doch die an. Okay. Die hat zwar irgendwie... Der macht das halt echt. Die hat zwar irgendwie ein böses Omen an sich, aber... Warum? Ich hatte die häufig an und immer wenn ich sie anhatte, hatte ich einen epileptischen Anfall. Deswegen glaube ich, dass sie verflucht ist. Ich wurde deswegen in der 10. Klasse mal nach Hause geschickt, weil ich damit für den Unterricht angeblich zu freizügig angezogen war. Hat man deine Nippel gesehen? Nein, ich habe darauf geachtet. Ich bin nicht so einer wie deine Mutter. Warum musst du mal mit reißen? Hä, aber jetzt habe ich doch das gleiche Problem schon wieder. Das ist einfach halt so. Hä, aber das kommt doch das gleiche raus. Dann sieht das jetzt einfach so und zieh mir eine Hose an. Also wir halten fest, T-Shirt ändern geht nicht. Ja, schick. Boah, das kann ich zuletzt an, als ich mich mit der Selfie-Sandra zugeschüttet habe. Und dann war im Little Nonna alles voll. Also ich hatte die letztes Jahr im Karneval an, da hatte ich in der Hose leider auch einen epileptischen Anfall. Mal gucken, was jetzt während den Dreharbeiten passiert. So alles voll mit epileptischem Durchfall. Arschkind. Ja. Auf geht's. Wohin? Blocksperr, die kleine Lutsche. Wohin? Wer ist deine Lutsche? Alter! Ich fordere dich heraus nach Texas Art. Was für Texas Art? Das ist ein Handschuh. Aua! Aua! Jetzt versuch mal abzuhauen. Weißt du, was ich jetzt mit den Schlüssel mache? Ich werde uns für immer aneinander... Ich glaube es nicht, das ist das tollste Gefühl, das ich hier erlebe. Ich finde das geil so, wenn ich was mit den Schlüssel mache. Und der Tim so... Der könnte ja in dem Moment was machen. Ich werde sie wegtun. In das Klo. Was, du bescheuert? Nein, auf gar keinen Fall! Oh, ja, nein. Haben wir eigentlich noch Ersatzschlüssel? Nein, das waren beides die Ersatzschlüssel. Warum hast du den anderen nicht weggetan? Weiß ich nicht, ich wusste nicht, dass sowas passiert. Damit habe sogar ich nicht gerechnet. Wir müssen jetzt echt mal gucken, sonst haben wir wirklich ein Problem da unten. Scheiße. Das ist bestimmt hell, ne? Oh, da liegen sie! Oh mein Gott! Ah, nein. Lass mich zu den Schlüsseln! Lass mich zu den Schlüsseln! Gib mir die weg! Für immer und ewig! Ich frage mich so, was manchmal die Nachbarn so denken. So irgendwie zwei Kerle, die sich da irgendwie auf der Terrasse streiten. So angekettet sind. Gib mir die Schlüssel! Ist ja jetzt auch nicht Alltag, ne? Oh, ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Situation bereinigt. Nein! Hör doch mal bitte auf! Dann, du willst das nicht. Doch. Nein, du willst das nicht. Aber es ist eigentlich ein Kompliment, aber trotzdem nicht. Die Schlüssel bleiben da, wo sie sind. Mach die Tür zu. Nein! Oh. Oh-oh. Nein, du hast ja nicht runtergeschluckt. Nein, nein. Jan, sag mir bitte, dass du die Schlüssel nicht runtergeschluckt hast. Nein, du verarschst. Oh mein Gott! Ich dachte jetzt aber gerade auch, ey. Jetzt spuck die aus, du verschluckst die wirklich nachher. Für immer. Nicht dein Ernst. Nein. Nein, Jan. Nein. Was machen wir jetzt? Wir müssen runter den Schlüssel suchen. Ich glaube nicht, dass du den Schlüssel runtergeworfen hast. Es war halt so dumm von mir, dann den Ersatzschlüssel auch dran zu machen. Also jetzt mal, no joke, manche Leute denken ja immer noch, wir faken das, aber es ist halt echt cool. Es ist kein Fake. Darf ich mich wieder normal anziehen? Das ist auch egal. Ich habe halt wirklich gedacht, du hättest ihn aus Holz geworfen. Mama, wir haben uns aneinander festgekettet. Jetzt wird hart gewerkelt, Leute. Ich glaube, mit der Zange oder mit dem Hammer müsste es funktionieren. Ach, ich krieg's nicht durch. Scheiße, ich glaube, die sind doch stabiler, als wir dachten. Und das ist, da hätten wir mal doch... Und das sind ja auch noch echte. Boah, Digga.
Da müsste man hier so große Tango. Der Kameramann muss uns jetzt mal, glaube ich, au! Bei Hebelwirkung. Oh, Scheiße, Alter, helfen. Houston, wir haben ein Problem. Huch. Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Das kann echt nicht sein, ne? Also, das ist echt scheiße. Das ist aber ein Problem, scheiße, Leute. So, wir probieren jetzt mal mit dem Messer, wir probieren es mit dem Messer aufzukriegen. Also mit der Zange hat es nicht geklappt, da konnte uns niemand helfen. Ich kann nicht mehr. Warum passiert uns hier immer sowas? Haben Sie keine Säge? Wenn ich jemand wie meine Handschellen knacken kann, wir haben im neuen Video ziemlich reingeschissen. Müsste man eigentlich mit Draht machen. Fast durch. Das ist durch. Nein, nein, nein. Fast. Kinder, macht das nicht zu Hause da. Oh. Das ist kein Spaß. Ich hab's durchbekommen. Warte, geht's jetzt durch schon? Nee, noch nicht. Danach müssen wir halt noch gucken, wie wir die Dinger von unseren Handgelenken wegkriegen. Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Nee. Wir haben jetzt beschlossen, nebenbei noch den Livestream anzumachen, Leute. Weil wir ja eigentlich Mittwoch haben und Mittwochs immer gelivestreamt wird. Deswegen können die Leute uns jetzt, oder ihr vielleicht auch, die gerade das Video sehen, uns live dabei zugucken, wie wir versuchen, dieses Ding zu knacken. Ich mache jetzt den Livestream und dann schreiben wir Handschellen aufbrechen live mit am Kopf. Guten Tag, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des heutigen Livestreams. Wir haben uns leider aneinander gekettet. Ja, das war ich. Ach so. Für immer sind wir jetzt zusammen, für immer. Also wir gehen übrigens Tim trotzdem jetzt wie oh, geplant live, sorry, ich bin verspätet. Weil für immer ist eine lange Zeit, ne? Also... Nein. Dass du dich da noch entschuldigst. Nein. Was sollen wir denn tun? Und haben I just Problem. Need to clear my head. Ja, und Jan läuft langsam auf Toilette. Das könnte man noch dazu sagen. Ah, ich glaube, das läuft gut. Ich glaube, das wird gut. Öffnet der Schlüsseldienst auch Handschellen? Dieses Video-Idee war so eine Scheiß-Idee. Gerade eben habe ich es geschafft. Ich drücke gleich noch aus Versehen was raus. Ja, für immer an mich gebunden. Für und der immer. Blick für immer. Für immer. Immer. Denkst du, damit geht's besser? Warte, vielleicht kriege ich es jetzt raus. Es ist so knapp, da fehlt so ein Millimeter. Können die eigentlich aufbiegen oben mit den zwei? Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Hat dir am Handgelenk weh, oder? Nee, ich zieh ja schon so... Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, aber... Wir haben es geschafft, die sind ab. Das nächste Problem, was wir nur haben, ist, wie kriegen wir das hier ab? Ja, das ist noch viel schwieriger. So, Leute, wir haben es geschafft, wir haben das abbekommen. Wir gehen jetzt mal nach den Schlüssel suchen und falls wir die noch finden sollten, dann seht ihr das jetzt später noch. Bestimmt. Falls nicht, dann müssen wir jetzt hier mit unser bis zum Ende des Lebens leben. Was man auch machen kann, man kann Wachs nehmen. Oben anzünden, das funktioniert wirklich, also es geht, ich bin da Profi drin, ich kann sowas, hört auf zu lügen, ich kann sowas und dann reindrücken, ne? Und dann, wenn man Glück hat, hat man dann so einen Bullermann unten dran und dann kann man versuchen, so mit dem Wachs den Mechanismus so runterzudrücken. Muss man aber nicht. Peace. Bis zum nächsten Mal. Ja, also wir... Also da ist das Video. Ciao. 1 Liter, der macht es nicht auf. Jetzt. Weil ich vorstelle, ich habe dir die Handschelle aufgemacht. Ja, Gott sei Dank. So, Freunde, wir sind wieder drinnen angekommen. Wir haben jetzt leider den umsonsten Schlüsseldienst gerufen. Aber wir haben ihm trotzdem Geld für die Anfahrt und so gegeben, dass er nicht umsonst gekommen ist. Also, der ist hier gewesen. Der Schlüsseldienst hat es auch weggemacht. Aber mitten auf der Straße habe ich tatsächlich, als der da war, die Schlüssel noch gefunden. Also eine noch. Und das, obwohl wir sogar gesucht hatten, ne? Auf jeden Fall war das ein sehr wildes Unterfangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir hätten nicht gedacht, dass das so eine Tortur wird heute. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Aktiviert die Glocke. Verpasst keine Videos mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fand ich aber irgendwie ein witziges Video, ein sehr witziges Video, auch wenn man natürlich so bei Handschellen spielen, also jetzt ernst gemeint, ja, ihr denkt natürlich wieder an das eine, nein, ich meine wirklich, da muss man extrem aufpassen, ne? Also wie Jan schon sagte, wenn Jan wirklich mal einen Anfall hat oder... wenn man es mal kurzweilig vergisst, ne, es gibt Leute so wie ich, die haben Demenz und ich würde das irgendwann vergessen und mache dann immer so, dann ist es durch, ne. Ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen.
Wir sehen uns definitiv Dativ Akkusativ im nächsten Video. Guckt bitte das Original an und mein Gelaber. Und ja, lasst den Jungs einen Kommentar da. Da werden die zwei sich bestimmt freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.